Hi Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf dem Kanal Ready. Ja, Friends, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute zocken wir mal wieder Super Mario Maker 2. Ich liebe dieses Spiel einfach und heute habe ich mir mal überlegt, dass wir uns mal Level vornehmen, die beliebtesten sind. Und zwar auf All Time, hier seht ihr es gesamt über mir und das sind bisher die beliebtesten Level auf All Time. Und ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Ihr seht auch schon eine große Anzahl an Likes, eine große Anzahl an Anlaufversuchen. Also das sind auf jeden Fall krasse Level. Und ich bin gespannt, weswegen die denn die beliebtesten Level überhaupt sind. Ich vermute mal, dass vielleicht irgendwie Innovationen gezeigt werden, die man so in Mario Maker 2 noch nicht kannte. Und deswegen die Level so beliebt wurden. Und ich habe einfach gerade ein Abo bekommen, glaube ich. Das war ein Alert, tut mir leid. Aber was für ein interessanter Zufall, ne? Was für ein interessanter Zufall. Auf jeden Fall vielen Dank für das Abo. Wer auch immer du warst. Das haben wir ja gerade nicht gesehen. Freunde, ich habe gute Laune. Ich habe gute Laune und ich habe auf jeden Fall auch Bock auf dieses Level hier. Deswegen würde ich sagen, labern wir jetzt hier nicht lange. Achso, by the way, ich habe einen neuen Haircut. Könnt ihr euch schon mal ansehen hier. Ich bin damit ziemlich zufrieden. Vor allem das Ding ist, ich bin heute irgendwie zum Friseur gegangen. Irgendwie, das war ziemlich früh. Irgendwie 10:30 oder so, die öffnen erst um 9. Und der Typ da hat das echt gut hinbekommen. Also ich bin echt zufrieden mit dem Ergebnis hier. Und ich habe das Gefühl, weil ich bin bisher immer zum Friseur immer so nachmittags gegangen. Also immer so zu der Zeit, wo die so nach ein paar Stündchen dann schon schließen. Und ich habe das Gefühl, wenn man früh zum Friseur geht, dann erledigen die ihren Job einfach besser. Was eigentlich auch irgendwie logisch ist, weil die dann mehr Power haben, mehr Motivation. Aber das hat sich heute so extrem bestätigt. Und das finde ich einfach nice. Also ich glaube, ich werde in Zukunft öfter mal früher zum Friseur gehen, weil die Mitarbeiter da mehr Bock haben, motivierter sind und dir deine Haare besser machen. Also Freunde, das ist ein Tipp auch für euer Leben. Geht früher zum Friseur. Also zum Beispiel, wenn euer Friseur um 9 öffnet, dann geht's so um die Mittagszeit oder vor 12 Uhr noch dahin. Das ist am besten. Weil nach 12 Uhr dann, ja, da machen die dir einen Haircut, aber ich habe heute echt extrem gemerkt, wie der sich Mühe gegeben hat. Deswegen, ja, wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Und heute mal ohne Brille, weil mich hat das einfach extrem aufgeregt, dass das hier rausgekiet wird. In allen Videos war das. Oder in vielen Videos von mir. Das hat mich extrem aufgeregt, deswegen heute mal ohne Brille. Und ich versuche die ganzen anderen Videos auch ohne Brille zu sein. Zumindest hier diese Gameplay-Videos, diese Vlogs, in die Vlogs werde ich auf jeden Fall mit Brille sein. Also keine Sorge, falls jemand irgendwie die Brille vermisst und die Cap ist heute auch nicht am Start, weil ich euch meinen Haircut zeigen wollte. Okay, Freunde, fangen wir an mit dem ersten Level hier. Das ist Platz 1, Celestial Sprint Speedrun 20 Seconds. Unnormal viele Likes, unnormal viele Anlaufversuche, gegen die Zeit kurz und knackig. Von dem Franzosen, never stop running, trust the fake traps and most importantly, enjoy. Das hat eine ganz gute Clear Rates, viele Kommentare, 9099, glaube ich, ist, glaube ich, die Endanzahl an Kommentaren, also mehr geht nicht. Lego! So, da bin ich jetzt mal gespannt. Also, warte, ich glaube, wir haben jetzt hier schon verkackt. Wir müssen, glaube ich, einfach direkt lossprinten. Aber schon trotzdem noch irgendwas machen, ne? Also, ich jetzt mal springen. Oh. Naja, ich glaube, ohne Brille wird es ein bisschen schwierig, aber ich gebe mein Bestes. Okay. Konzentration. Da müssen wir nochmal springen. Ach so, okay. Okay. Bubble. Freunde, da müssen wir nochmal springen. So. Ach du Scheiße. Wir haben bisher alles richtig gemacht. Ich musste jetzt hier nur ein bisschen später abspringen. Ah, das ist mega cool. Aber ich verstehe nicht, warum das auf Platz 1 ist. Das verstehe ich gerade irgendwie gar nicht. Weil das ist schon cool. Sowas gab es auch schon definitiv in Mario Maker 1. Aber ich meine ja, das ist jetzt nicht so überkrasses. Okay, das ist schon cool. geil, Alter. Dass das irgendwie Platz 1 der Welt ist. Weil wie gesagt, sowas gab es auch in Mario Maker 1. Natürlich, hier gibt es neue Elemente. Hier wurde es mit neuen Elementen umgesetzt. Aber das ist cool. Oh, lol. Schaut euch mal die Zeit an. Wir hatten einfach den Weltrekord, glaube ich. Ich glaube, jeder hat die Zeit. Kann das sein? Kann das sein, dass jeder die Zeit hat? Wenn man einfach durchläuft und es immer springt, wenn man springen muss? Ich glaube, ja. Auf jeden Fall ein schönes Level. Aber wie gesagt, ich verstehe nicht, warum es auf Platz 1 der Welt ist. Das verstehe ich gerade nicht. Wir wagen mal uns an das Level von diesem Japaner ran.
Switch, X-Switch. Japanische Beschreibung, was sagt die Clear Rate? Gute Clear Rate, ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Lego. Okay, da stand schon mal klassisch Thema. Also können wir uns jetzt hier mal in Ruhe umsehen. Dieses Level genießen. Ja, Switch, X-Switch. Was hat's damit auf sich? Ich habe keine Ahnung. Warum ist dieses Level so beliebt? Das möchte ich jetzt rausfinden. Okay. Ja, da bin ich mal gestorben. So, wir gönnen uns die 10er-Münze. Dieser Drecksturm. Weg mit dir. So, ihr seid jetzt hier blockiert. Hier kriegen wir Münzen. Hier kriegen wir ein Helmet. Mit dem Helmet können wir irgendwie gleich bestimmt Sachen machen. Aber jetzt müssen wir den anderen Shell erstmal dagegen donnern, damit wir jetzt hier weiterkommen. Super. So, hier machen wir einen auf den. Einen auf den. Wunderbärchen. Danke, Trump. Okay, ich hasse euch doch nicht mehr so sehr, weil ihr uns gerade den Weg frei macht. Das finde ich sehr sozial von euch. Okay, das hat gut funktioniert. Nice. Optimal. So, springen nochmal bitte. Mein lieber Trump, danke. Wir müssen jetzt hier schnell durch. Oh, hier müssen wir aufpassen. Okay, wir sind jetzt hier nochmal durchgekommen. Bitte aktiviere den Boden und wir müssen schnell springen. So kann man die auch killen. Very nice, wie das Paradise. So, diese Stelle wieder vorne. Wieder diese Stelle. Was machen wir hier? Wir machen erstmal einen auf den. Und dann düsen wir einfach. Ich düse los und mach mich leise aus dem Staub. Ich düse. Dann düsen wir einfach. Super, hat funktioniert. An der richtigen Stelle abgesprungen. Nice. Weiter geht's. Ein Checkpoint. Und das ist mir suspekt. Genau deswegen. Ach so, wir müssen das nicht aktivieren. Wir müssen hier einfach nur springen und das nicht aktivieren. Hier können wir es aktivieren, weil wir dann stehen können. Ah, ich verstehe. Das ist auf jeden Fall jetzt hier auch so gemacht, dass man so ein bisschen denken muss. Das finde ich schön. Also auf jeden Fall in diesem Level sehr, sehr gut ist mit der Switch-Thematik umgesetzt. Ne? Wie das Level heißt, Switch X Switch. Wie gesagt, ich weiß aber immer noch nicht, warum diese Level so beliebt sind. Die sind cool, aber die sind nicht so krass, dass die besten der Welt sind. Es gibt bestimmt bessere Level als die. So, jetzt kommen wir an die 10er-Münze ran hier. Jetzt mal kurz überlegen. Hi, Kugelwilli. Was geht, Großer? So, die zweite 10er-Münze. Und jetzt dagegen springen. Sehr schön. Nice, also ein bisschen gefällt mir das Level, aber wie gesagt, cool, aber nichts Außergewöhnliches. Also, warum sind diese Level so krass bewertet? Warum sind das die besten Level überhaupt? Also bisher. Vielleicht müssen wir noch warten, bis so richtig krasse Level in die Trends kommen, sage ich mal. Damit will ich nicht sagen, dass das jetzt irgendwie kein krasses Level ist. Natürlich ist das ein krasses Level. Das ist ein mega schönes Level. Das hätte ich so bestimmt nie im Leben hinbekommen, ich selber. Muss ich auch mal gestehen. Aber unter den beliebtesten Levels stelle ich mir so Sachen vor, die vielleicht ungewöhnlich sind. Außergewöhnlich und ungewöhnlich sind. So Sachen, die man bisher nicht irgendwie in Mario Maker 2 gesehen hat, beziehungsweise es nicht erwartet hätte, dass so Sachen passieren, die dann in dem Level, in dem jeweiligen Level passieren. So, wir sind drüber gekommen. Gibt's hier was Schönes? Ja, natürlich. Danke für das Mana-Up. 1 Checkpoints mit 1 Bowser, mit Pilzen, mit einer Tür, mit Switches und mit dem Ziel im Visier. So, ich muss mal eben kurz überlegen, was wir jetzt hier genau machen müssen. Irgendwas bestimmt mit den... Achso, ja, wir können ja die Switches hier umlegen. Irgendwas mit den Switches hier. Wir müssen diese Stachis auf den donnern. Und das die ganze Zeit? Aber warte mal. Oder? Okay, das hat ja schon mal einen Treffer kassiert. Einen zweiten. Ah ja, da kommen immer wieder welche. Oh, das ist cool, aber das könnte, glaube ich, ein bisschen dauern. Also, Timelapse! Okay, das ging doch schneller, als ich dachte, Freunde. Nice. Der hat jetzt irgendwie 7 oder 8 Treffer oder so eingesteckt. Und wir haben's. Schönes Level, hat mir Spaß gemacht. Freunde, sehen wir jetzt mal positiv. Wir wissen zwar nicht, warum solche Level in den Trends sind, zumindest ich weiß es nicht. Weil ich finde, in den Trends soll irgendwas Ungewöhnliches sein. Aber zumindest schaffen wir die Level. Es sind schaffbare Level in den Trends. Stellt euch vor, es wären unschaffbare Level in den Trends. Das wäre dann auch irgendwie realistischer gewesen, findet ihr nicht? Dass die eben durch diese Unschaffbarkeit beliebt werden.
Ach, vielleicht habe ich ein komplett anderes Bild von dem System hier. Keine Ahnung. Okay, wir zocken noch Nummer 3. Table Tennis im Mario Maker 2 Hard. Die Clear Rates sagt jetzt nicht unbedingt, dass es hard ist. Kann man auch relativ schnell abschießen, wie der Weltrekord uns sagt. Have fun with a Table Tennis Minigame. This time more hard. Ja, aber die Clear Rates, also ob das so hart ist, weiß ich nicht. Ich meine ja, fast die Hälfte haben es geschafft und das ist eine ultra gute Clear Rate. Aber let's go. By the way, Friends, ich habe mal Tischtennis gespielt. Und zwar habe ich eigentlich erst seit letztem Jahr, glaube ich, aufgehört zu spielen im Verein. Und davor habe ich viele Jahre Tischtennis gespielt. Also ich kann jetzt immer noch Tischtennis spielen, weil das verliert man nicht so leicht. Und ich finde es nice. Ich finde Tischtennis mega nice. Macht mir Spaß, auch heute noch. Aber das Ding mit dem Verein wurde mir zu viel. Da habe ich mir andere Prioritäten gesetzt, wie zum Beispiel jetzt hier auch YouTube oder Sport selber zu Hause machen mit Freunden. Da hat einfach Tischtennis nicht mehr reingepasst. Okay, ja. Genug zu mir, glaube ich. Fangen wir mal mit diesem Minigame hier an. Und zwar, müssen wir hier springen oder was müssen wir machen? Achso. Ja, nice. Wir müssen gegen den Boy da gewinnen. Beziehungsweise, was ist ein Boy? Das sind Gegenstände. Das sind Teile. Und hier haben wir verkackt. Oh, wir haben zwei. Kann es sein, dass wir zwei Leben haben oder so? Weil wir zwei Powerblöcke haben. Okay, jetzt sind wir im Arsch. Was passiert jetzt? Ah, wir kriegen jetzt einfach einen Helm. Ah, und so können wir nicht weiter. Ah, und dann sterben wir. Ah, okay, cool. Also wir haben praktisch drei Leben. Oder zwei. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und wir müssen das da irgendwie besiegen. So, okay, nice. Nummer 1 war das. Das ist halt doch so ein bisschen wie... Oh, wie heißt denn dieses alte Game? Auf alten Handys. Boah, bin ich gerade bescheuert. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ja. Ist schon cool gemacht. Sowas gab es aber auch in Mario Maker 1. Gab es auch schon. Oh, fuck. Wir dürfen uns noch einen Goal von dem riskieren. Leisten, meine ich. So. Oh, nice, 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 nice. Haben wir es geschafft? Ah, wir können jetzt hier durch und wir können durch die Tür. Oh, sehr schön. Wunderbar. Und wir werden automatisch ins Ziel geleitet. Was passiert jetzt hier noch? Und wir sterben am Ende. Und dann ist dieses Level beendet, Dings. Ja, cool. Finde ich auch nett. Nette Level in den Trends. Aber wie gesagt, für mich ist es suspekt, warum nicht Level in den Trends sind, die irgendwie außergewöhnlich sind und ungewöhnlich. Warum sind so Sachen, die man so bisher in Mario Maker 2 nicht gesehen hat, nicht in den Trends? Naja gut, das, wenn man Mario Maker 1 nicht gespielt hat, hat man sowas auch noch nie gesehen eigentlich. Hier dieses Table Tennis. Aber das erste und zweite? Ja, schon irgendwie fragwürdig. Aber gut, mir hat's gefallen. Schreibt mal eure Meinung zu dem Video in die Kommentare und auch jetzt hier zu den Trends von Mario Maker 2. War mal interessant, die mal gezockt zu haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, abonniert diesen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und in dem Sinne würde ich sagen, morgen kommt vielleicht ein Vlog, weil ich heute, wo ihr das Video seht, in Bonn bin mit meiner Schule und dort vielleicht ein bisschen vloggen werde. Ja, das kriegt ihr morgen vielleicht einen Vlog. Ich hätte auf jeden Fall Bock, mal wieder einen Vlog zu releasen auf diesem Kanal hier. Auf jeden Fall, haut rein und auf Wiedersehen.